Und hiermit wieder herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Watch Dogs. Okay, das war vielleicht etwas unnötig, aber wir legen einfach nochmal gleich los. Ausgeruht sind wir. Ah, Audiolog. Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordy Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega. Interessant. Eine Garderobe? Klettern? Wo will er hin? Klettern? Okay, und jetzt? Table Dance! Aiden macht Table Dance! Table Dance, sexy Schnitte diese. Garderobe. Ah, ja, viel haben wir nicht. Wir sind der Rächer und wir müssen das Motelzimmer verlassen. Aufgehoben habe ich alles. Eigentlich. So, wie läuft der Hund nochmal? Ah, ich weiß es nicht. So, wir gehen raus. Jawohl. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkungen. Und die können sich nicht verstecken. Nimmt Klavierunterricht, okay. Ah, sammelt Coupons. Ah, du bist ein richtig harter Junge. So, hacken. Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Jawohl. Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Ich frage mich eigentlich, ob das Spiel Game Over ist, wenn wir quasi alles, also wenn unser Smartphone kaputt ist. Hacken. Bumm. Jetzt hat sie es weggewurzelt. Ah, wie geil. Hacken. So, da war ja irgendwo ein Pärchen, das hier irgendwie was machte, ne? Alter, was ist los? Sie hat mich ruiniert, damit kommt sie nicht durch. Ich bin nicht verrückt. Scheiße, ich geh jetzt hier rüber. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Nur den Anruf, Trace, und ich hab ihn. Was mache ich jetzt mit dem? Ah, okay. Untersuchen Sie den potenziellen Tatort. Ups, ist er? Nein, bin ich nicht. Hast du irgendwas gesehen? Nö. Sprengen? Nö. Es wäre jetzt wieder nicht vom Vorteil, wenn ich das mache, ne? So, einen Geldautomaten brauchen wir natürlich alle. Hast du ein Problem? Mit dem Smartphone, wir brauchen keine Karte. Ich finde es so geil. Und Jack. So, den Tatort untersuchen. Was sind die gelben da oben? Ah, wahrscheinlich welche, die mich mit der Waffe gesehen haben. So, wir laufen hier einfach mal ganz frech über die Straße. Jawohl. Hacken. Die Illuminaten gibt es wirklich, Mann. Fang nicht wieder damit an. Mach doch mal die Augen auf. Jawohl. Bankkonto, ich räume euch leer. Ich hack den Facebook-Account. Ha! Mir gefällt das wirklich, dass jeder. Hier ist wirklich jeder mit dem Smartphone unterwegs, ne? So, Wrestling-Fan. Ah, du hast kein Smartphone. Ah, du bist arm. Okay, er ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. Unentdeckt bleiben ist immer so eine Sache. Verbrechenserkennung. Okay, erreichen Sie Zielgebiet, benutzen Sie den Profiler, identifizieren, bla bla bla, entdecken. Okay. Okay, se perdió la mente. So, wer bist du? MMORPG-Begeisterter. So, schätze, das wie ist es. Ein Geist. Das muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Er ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Ja, aber wer ist es? Ich habe ihn mit ihr verkuppelt, aber es ist irgendwie komisch. Er ist verheiratet? Nein.
Ich glaube, er hatte noch nie eine Frau. Er ist 27. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's. Es ist aus. Ich bin nicht gewaltig. Hau endlich ab. Ich schrei gleich. Oh, jetzt kriegst du's. Weißt du was? Wir sind nicht fertig, das sag ich dir. Komm her, ja. Den holen wir uns. Nein, dir kommt so schnell nicht. Was? Den kommt doch nicht. Hey Eden, was soll das? Was soll das? Wir könnten ihm nachhacken, aber... Jetzt aber. So. Wir haben sie beschützt. Hey, bist du? Nein. Ich glaube, das ist eine... Haha, wie cool. Neue Fertigkeiten? Oh, geile Sache. Wohin? Kampf? Hacken? Kampf gehen wir mal. Okay, was ist das hier? Schneller Wechsel. Okay. Schneller Waffenwechsel. Ah, cool. Slow Motion quasi. Jawohl. Läuft bei uns. Fortschritt habe ich auch, oder was? Ja, das habe ich ja schon gemacht, ne? Untersuchen. So, jawohl. Kann ich... Ich brauche mal etwas Munition und so, ne? Die holen wir uns. Nikki, hey. Ich weiß. Die Party läuft schon. Sie ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ah, du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick. Ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Nein, bitte! Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gäbe gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jordi. Ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell, hm? Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst, ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Okay, Auto auf Abruf. Jawohl, Smartphone. Coole Sache. Sehen wir uns mal an. So, wo ist mein Auto auf Abruf? Ah, hier. Wow, wie geil ist das denn? Und wie viel kostet das? Cool. Hey, das ist ja geil. Okay, die kosten was. Das Motorrad kostet nichts. Okay. Egal, wir gehen jetzt mal zum Geldautomaten, etwas Geld abheben. Und etwas Munition oder neue Waffen wäre natürlich auch ziemlich cool für unseren Eden. Und natürlich etwas mehr Ausdauer, denn der läuft ja wirklich. Das ist ein letztes Loch. So, was ist mit dir? Telefonieren? Oh Gott, nein! Wieso? Läuft er weg von mir? So ein Arsch. So, über die Straße und hoffen, dass wir nicht zusammengefahren werden. Denn da leuchtet irgendwo etwas. Was ist das? Zu spät. Die Vernunft hat nicht verfügbar. Schon lange verlassen. Ich kann das nicht. Es geht nicht. Also schön. Dann gib mir 20.000. 20? Scheiße. So viel habe ich nicht. Dann musst du dich wohl entscheiden. Stell dich den Ding wie ein Mann oder besorg mir irgendwie mein Geld. Okay, Geld, Not. Aber das, was ich jetzt mache, ich hole mir mal so ein Motorrad. Bestellen. Deine Kutsche wartet.
Ah, da vorne ist es dann. Coole Sache. Sprengen mache ich lieber nicht. Okay, was macht der da? Was ist, ich laufe? Vollspacko, sagt er zu mir. Drecksack. Wirklich, was soll das hier? Beschimpft mich, weil ich vorbeilaufe? So, Polar, neues Fahrzeug. Boah, wie geil. So, wir gehen jetzt, beziehungsweise fahren zur nächsten. Wow! Oh, Sosa. Zur nächsten Mission, würde ich sagen. Ah, das macht schon Laune hier. Wäre vielleicht noch cool, kann ich schießen auch? Ja, nee, doch nicht. Nö, kann ich nicht. Schade. Vielleicht kann ich's, aber ich weiß nicht wie. So, ein Burgerladen da vorne. Burger. Blowjob, was? Ups, das war. Was ist mit denen? Ja, die springen auf. Was? Okay, einkaufen. Was kann ich hier einkaufen? Hi. Hey, was geht? Ein Softdrink? Nehmen Sie sich nach der Freischaltung der Fokusfähigkeit einen Moment Zeit. Okay. Sehr gute Wahl. Kann ich Ihnen helfen? Okay, und was war's? Lass das. Okay. Und gibt's hier irgendwo etwas? In Therapie wegen verminderte Libido, okay. Und so viel verdienen? Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, weiter geht's. Bankomat brauchen wir nicht. Was mit dir? Nö. Kann ich eigentlich... Ja, einen Wheelie. Ist das ein Wheelie? Ja. Kann ich da über Autos? WTF? Warum haut das Auto so weg? Das ist ja unnormal. So, das geht aber noch. Hey! Arschloch, wirklich. So, Ampeln. Das habt ihr davon. Ja, okay. So, fixe Punkt setzen. Nö, ich will jetzt ehrlich gesagt... Hey, die Physik ist wirklich etwas komisch hier, ne? Etwas ist gut gesagt. So, lasst euch von mir zusammenfahren. Ja, das Spiel, das ist schon ziemlich cool. So. Und Mission starten. Der große Bruder, Akt 1. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Niki. Bin ich soweit? Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. Okay, Schwachstellen erkannt. Zum Öffnen und Schließen Hecken. Oh, zu spät. Zu spät. So, Diagnose. Okay, was ist? Schick die Demo-Band. Das ist wirklich interessant, ne? Hausmeister sucht oft im Internet nach... Was? Kneipenkampf? Guck nochmal nach. Auch die Daten vom letzten Monat. Ich bin bis dahin zurückgegangen, wo das mit diesem CTOS-Netzwerk angefangen hat. Und nicht nur, dass es jetzt mehr kommt. Sucht oft im Internet nach Bi-Neugierigen. Du perverse Sau. Du Perversling, du. Jetzt gehen wir hier rein. Erreichen durch die Türe. Nein, vielleicht doch nicht. Wir gehen hinten durch. Ja, sieht gut aus. Dann los. Wie alt warst du heute? 10.
Nein, du bist noch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 10. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10-mal Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, Stopp. 3, Mom. 4, 5, halt. 6, Mom. 7, 8, 10. 9, 10. 10. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, das sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Hm. Jax! Hey! Ich komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Wow! Bist du... groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch, ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich versprech's. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Okay. Das letzte Mal, als ich hier war, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber ich war echt böse. Und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Nikki an. Ich weiß noch, du und Mommy wart furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht. Aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Ich hab's mir auch gerade gedacht, ich wollte nichts sagen. Blabber mal. Aber schönes Haus. Ach, ehrlich? Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Hacken. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nikki? Oh je. Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und? Hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nikki, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Ja,
verarscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Oh ja, wir holen dich. Da bist du ja. Handyanrufer lokalisiert. Ziemlich cool gemacht, ne? Mist. Ausschalten. Er will abhauen. Tja, nicht mit mir. Und los geht die Verfolgungsjagd. Das ist meine größte Angst. Dass meine Familie wieder bedroht wird. Ja, den holen wir uns, ne? Ups, oh. Nein. Na, wo ist er? Oh, hier war ein Unfall. Du bist ein Geisterfahrer, ne? Okay. Ausschalten. Wie schalte ich den am besten aus? Ja. Tut mir leid. Hab überreagiert. Nein! Du machst mich manchmal echt wahnsinnig. Aha. Das schnellste Auto haben wir leider auch nicht, ne? So, neutralisiert. Jawohl! So, ist das nicht. Hör auf, den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Na komm. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich höre nichts. Ich muss los. Oh, fuck. Was war denn mit dem Unfall? Nicky Pierce, ja? Ich werde die Schlösser erwähnen. Und das Kind. Aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nicky zu belästigen. Na okay. Was hast du jetzt gefunden? Er würde für so etwas bezahlen. Er steckt sich einfach von dem Handy ein, oder was? Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauch die CTOS-Ex. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine... Bad Boy 17. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Karl, der meine Familie bringt. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hacke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. DedSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Oh ja, das sind wir. Und voll mit Geld. Ja Leute, wie es weitergeht, seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Also seid gespannt, hat mich gefreut. Wenn ihr zugesehen habt, wie gesagt, für Kommentar, Like oder auch ein Abo, freue ich mich. Euer Memento Mari. Ciao, ciao.